So, heute ist der 17.04. um 2:14 Uhr oder 14:14 Uhr, ja, 14:30 Uhr, 40, 14:40 Uhr, so. Still the 17.04. at 2:40 p.m. Was gibt's Neues? Ich musste vorhin, vielleicht vor 10 Minuten hier ein bisschen die Seite weg, wie heißt das? Ein bisschen auf kratzen, ne? Weil es halt wieder gejuckt. Ich habe das wieder mit Vaseline auf die Seite hier eingeschmiert, damit es nicht so zieht, weil das ist ja ziemlich trocken und wenn man sich so bewegt, dann zieht es, ne? Und während ich da meine Haare das gemacht habe, wie heißt das, die Kompresse habe ich dann wieder nass gemacht, damit sie abgeht, weil ein bisschen war sie fest, weil wir einkaufen waren und ja, da juckt es halt langsam wieder, ne? Also gestern hatten wir schon mal diesen Albtraum von was abgegangen ist, ne? Es kommt mir gar nicht mehr vor wie gestern, also es kommt mir eher vor wie vorgestern. So wie vorgestern, ne? This feels like this happened 2 days ago. What happened actually last night, you know, with this, you know, like picking out this garbage out, and I was bleeding like a pig almost. All the stages, you know, getting worse and worse. While I was uploading this stuff and checking it, you know, how I should put it, I try not to think about it, because the itching started, you know. Also, sobald ich diese Clips hochgeladen habe, habe ich versucht, nicht daran zu denken, was ich da vor mir sehe. Ich habe da einfach weggeschaut. Da war die blutige Szene, aber ich habe weggeschaut, weil ich will ja keine Tierkommunikation senden. Sonst fängt es an zu jucken. Ne? Und heute hat es ja auch wieder vorsichtig, wenn ich das jetzt abgewaschen habe, hinten da. Ja, sobald ich ganz leicht über die Haare so streichle, as soon as I'm getting going over the hair in the back, very lightly. I can feel it here as well, ne? But in the back, it's very intense, like it's more intense itchiness. So I'm afraid that this might happen today again. Maybe not so intense, but that I will pick out, you know. So ich habe Angst, dass das heute wieder passiert. Vielleicht nicht so intensiv wie die letzte Nacht. Das war ja richtig schlimm, wie das geblutet hatte, ne? Nach der dritten oder vierten Phase. Aber das kann sein, dass es das wieder passiert, dass ich das heute wieder kratzen muss. Ich habe gespürt, so eine Art Gelee an manchen Stellen, so richtig so eine Art, weiß nicht, vielleicht ist es eine Art Schutzschicht von der Haut oder ich weiß nicht, was das ist. Ne? So, jetzt ist es, wie ich schon sagte, Und das war's vorläufig. Ja, ich habe mir die Tees gekauft, auch ein Lebertee und das Bentonit, das vertrage ich ziemlich gut. Steht ja auf der Dose auch drauf, man kann es 2 bis 3 Mal am Tag nehmen, aber ich mache das so, wie Sie es sagen, ne? Mit groß gehäuften Löffel dieses Vulkanmineral. Und noch zusätzlich diese Flohsamen nehme ich auch noch ein. So, ja, die Flohsamen habe ich auch jetzt hat getrunken, vorhin von einer halben Stunde ungefähr. Das hilft ja auch noch. Wegen Verstopfungen manchmal, also das kommt oft vor. Und ja, das war es, glaube ich, alles. Ja, und ich tue halt viel trinken jetzt halt auch. Gut, das war's. Bis später. Bye bye, tschüss.